Schafe sind Sympathieträger in der Bevölkerung und Überträger emotionaler Botschaften. Und so können vielleicht viele Menschen emotional erreicht werden, wenn die Logik und die wissenschaftliche Argumentation nicht hinhaut. Die erste Idee kam mir im Sommer, als ich da so ein Schafehüten-Teambuilding hatte, ja, und da hat die Gruppe die Schafe geführt und hinten waren die Schwächsten, die Lämmer, ja, und da musste man sich um die besonders kümmern, ja, weil die natürlich eben nicht nachkamen. Und da hatte ich dann die Idee, Mensch, uns Menschen geht es ja genauso, wir müssen eben auch als Mehrheit darauf achten, dass die Schwächsten mitkommen, ja, und wir müssen die Schwachen mitnehmen und da abholen, wo sie sind, nicht, und ja, wenn ich auf Facebook schreiben würde, würde es ja niemand registrieren. Und mein Job ist eben, wenn Firmenteams 1000 Schafe von A nach B führen, da habe ich eben gemerkt, wie begeistert die Schafe aufgenommen werden. Und dass das einfach Menschen tief im Innern erreicht, was vielleicht rational mit rationalen Argumenten nicht möglich ist. Aber haben natürlich auch ein paar Impfgegner, haben einschlägige E-Mails geschrieben, aber damit muss man leben, nicht? Und aber gab auch positive Botschaften von ganz normalen Menschen, die geschrieben haben, gut, tolle Aktion, ja, ich habe heute erst wieder mit Impfgegnern gesprochen, nicht, und gut, dass du das gemacht hast. We call it global climate change, and it is, but it affects each of us, no matter where we live, in your city, your town, or your farm, climate change is having its effect. The more people we are on the planet, the less resources there are for each of us. In my lifetime, we've eradicated 2/3 of wildlife on planet Earth. Almost like a mind-boggling scale of loss of life. The Colorado River is drying up. We use and discard so much plastic into the world that it finds its way into our food chain. Joshua Tree National Park. In the next century, all of this could disappear. Sounds grim? Well, it kind of is. I want to build a compost site and help that community stand on their feet. That's what compost power is about. It's about just giving the power to the people. I think really we are in the situation that Noah was in. And the question now is, what can we save? How else can I give back? How else can I make my energy matter? We as tribal people, we're very dedicated to our homeland. If we can live in harmony with nature, then we are able to harness nature for these paradigm shifting solutions. We need to preserve our soil. I mean, the good news is we can build it. Only what you love would you protect, and only what you learn about can you come to love.